Hallo, hier ist Ute Stangassinger vom Mentalhaus und du bist hier in meinem Projekt Laufen. Vielleicht hast du schon ein paar Videos gesehen. Ich rede über den Wiedereinstieg ins Laufen, über Motivation, Inspiration, aber auch über die richtigen Laufschuhe, über die richtige Ernährung, über Trainingspläne. Und falls du das sehen kannst, nein, sieht man nicht, heute habe ich ein Buch dabei für dich, nachdem ich gerade trainiere. Und zwar ist das das große Laufbuch. Stephanie, wahrscheinlich siehst du es jetzt hier seitenverkehrt, macht aber nichts. Ich hatte schon mal vor ein paar Tagen ein Video gedreht und habe dir erklärt, dass ich nach meiner Polaruhr laufe, nach dem Trainingsplan. Hier siehst du meine Uhr. Ist auch echt eine coole Sache, hat mich eigentlich sehr begeistert, vor allen Dingen, weil es da auch Programme gab, sozusagen außerhalb des Laufens, zum Beispiel Krafttraining, Dehnungen, Mobilisation und solche Sachen. Und nachdem ich es ja als Projekt sehe und ein paar Sachen ausprobiere, bin ich jetzt dazu übergegangen, seit einer Woche nach diesem Buch vom Herbert Steffi zu trainieren. Und was ganz toll ist, dass da drin verschiedene Programme sind. Oh, jetzt habe ich eigentlich gedacht, ich gehe da auf die schöne Weichbodenmatte, um weiter zu plaudern. Aber da ist gerade eine Baustelle da hinten und da ist jetzt ziemlich laut. Ich glaube, da muss ich mal die Richtung wechseln und gehe vielleicht doch woanders hin. Sind wir mal stehen geblieben? Laufprogramm. Ich habe mich angemeldet für 2 10-Kilometer-Läufe und für einen Halbmarathon. Und nachdem die 10-Kilometer-Läufe zuerst stattfinden, werde ich natürlich auch für den 10-Kilometer-Lauf trainieren. Und was mir sehr, sehr hilft, muss ich sagen, ist einfach echt ein vorgeschriebener Plan. Und deswegen auch die Idee, dir so ein bisschen Anreiz zu geben, such dir auf jeden Fall einen Plan, wenn du laufen möchtest. Auch wenn du Hobbyläufer bist, ja, lass dich beraten, schau im Internet nach. Es gibt ganz, ganz tolle Trainingspläne, es gibt auch Online-Trainingsprogramme oder eben dieses Buch, was ich dir sehr empfehlen kann. Ich werde mir jetzt mal hier ein Plätzchen suchen und ja, einfach mit dir mal in das Buch reinschauen. Warte einen kleinen Moment. So, da bin ich wieder mit meinem Laufbuch, aus dem ich dir einfach so ein paar Dinge erzählen möchte, die mich doch sehr angesprochen haben. Das erste war, überhaupt mir Gedanken zu machen, dass ich einen Laufplan brauche. Und ganz ehrlich, unter uns, ich habe nicht mehr darüber nachgedacht, dass ich mich einlaufen muss und auslaufen muss. Ja, ich bin einfach bisher immer losgelaufen. Und allein die verschiedenen Arten auch des Lauftrainings nochmal kennenzulernen, nämlich regenerativ zu laufen, ein Tempolauf, ein Intervalllauf. Ja, ich wusste schon so in etwa, was das ist, aber ganz ehrlich, es hat mir brutal geholfen, das wirklich ganz konkret nach diesem Plan zu machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du ein intuitiver Läufer bist, brauchst du es vielleicht nicht. Wenn du so bist wie ich, dass du ja ganz gerne auch irgendwie so einen Plan hast und Vorgaben hast, weil du einfach dann das Gefühl hast, du trainierst auch besser und ich kann mich natürlich besser aufraffen, hilft es auf jeden Fall. Heute, ich zeige dir mal kurz, wie das aufgebaut ist. Ich habe jetzt hier zum Beispiel meine Seite aufgeschlagen zum 10-Kilometer-Lauf-Vorbereitung. Mein Lauf ist in 5 Wochen mein erster 10-Kilometer-Lauf. Das heißt, ich habe noch 5 Wochen zur Vorbereitung und habe dann die Woche zum Beispiel einen ruhigen Dauerlauf drauf von 60 Minuten, 8 Kilometer. Dann hatte ich heute 6x400 Meter als Intervalltraining. Da hatte ich erst gedacht, ui, das ist ganz schön heftig, aber ich muss sagen, es hat mir total Spaß gemacht. Ich fand auch die Zeit jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Ja, ich habe auch jetzt noch nicht so diese, ich habe noch keine Ahnung, was ich wirklich schaffen kann in 10 Kilometer. Das ist jetzt die spannende Frage. Ich trainiere jetzt mal auf eine Zeit von 59 Minuten. Mal gucken, was dann passiert. Und habe dann am Samstag und Sonntag jeweils nochmal 2 sehr lange Läufe. Und was ich so toll finde, ist, dass du eben dir überlegen kannst, was ist deine Zielzeit. Siehst du hier zum Beispiel 54 Minuten, dann kannst du eben deinen Trainingsplan entsprechend mit Zeitvorgaben und Intervallen und Pausen planen. Das geht natürlich runter bis zum Beispiel auch 44 Minuten. Ich schau mal, ob es noch mehr gibt. Ja, 34 Minuten, also wirklich auch für schnelle Läufer. Ja? So, und ich werde es danach mal trainieren ein paar Wochen, also bis zu dem ersten 10-Kilometer-Lauf, dann noch ein paar andere Dinge ausprobieren und dir wieder gern darüber berichten. Was ich hier auch sehr, sehr schön finde in dem Buch, dass das eben auch andere Themen beinhaltet. Ja, sowas wie Ernährung, auch sowas wie Motivation werden nicht nur Trainingspläne erklärt, sondern es ist wirklich ein sehr tolles, auch zum Teil ein bisschen wissenschaftliches Laufbuch. Kann ich also sehr, sehr empfehlen.
empfehlen. So, das war's für heute von mir aus meinem Projektlaufen. Und falls du die ganze Serie noch nicht kennst, dann schau doch gerne auf YouTube vorbei und schau dir vielleicht noch ein paar andere Videos an. Wenn du Fragen hast, dann kontaktiere mich gerne. Ute Stangassinger von Mentalhaus. Ciao!